Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen Geisel bei Rainbow Six Siege auf Chalet. Chalet habe ich auch schon ein bisschen immer gespielt. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Ist noch das gleiche Team wie in der letzten Runde, mit dem wir spielen. Wir gegen, was sind das eigentlich so für Leute? 134er, 89er, ja, die sind alle ganz gut. 102er, 82er gegen 111er, 49er. 15, das ist ja gemein, 79er. Also nicht gut ausgemischt, das Team, die Gegner verteilen, muss ich sagen. Das haben sie nicht so gut gemacht. Da müsste es irgendwie so Limitierung geben, dass so sagen wir von 1 bis 30er gegeneinander spielen oder von 30 bis 60er, so in dem Bereich. Oder dass so das Gesamtteam so zusammengezählt wird und dann, weil, guck mal, wenn du guckst jetzt, wir sind's. Ich bin, was bin ich? 96, fast 100. 200. 300. 430. 500 gegen 11. 60. 85. 160. Und er unten war auch nochmal bei 30. Also gegen maximal 200 an Erfahrung. Das finde ich nicht so trolle. Machen mir Angst. Neue Kameraübertragung läuft. Hi! Hey, meine Lieben! Scheiße! Er will mich verarschen! Ey, der will mich doch verarschen! Gerät wurde platziert. Die Position der Geisel ist sicher. Kameraübertragung läuft. Oh. Ich hab Scheibe kaputt gemacht. Ich kümmere mich um die Tür. Der wollte mich doch eben echt verarschen mit seiner scheiß fucking Kamera. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Kameraübertragung läuft. Nachladen! Kamera in Position. Ich setze den Sensor ein. Ich bin der Meinung. Boah, Alter, da muss ein Schalldämpfer drauf. Große Fresse gehabt. 500 gegen 200 noch irgendwas. Und die kriegen wir hier gerade heftig auf die Fresse. Hm. Siehst du das nicht da? Was war das denn gerade? Er hat noch einen mitgenommen. Das war gerade richtig dumm von mir wieder mal. Ah, mit Clays 3 Schüsse zu bauen, das war ist aber auch mutig. Vor allem. Ah. Naja, müssen auch mal verlieren können.
Ich verliere nur ständig. Nee, Gott, stimmt gar nicht. Alle jede zweite Runde nur. Ich bin mal so gespannt, wie das auf Computer wird. Alter Schwede. Ich habe mir so viele Videos jetzt angeguckt von vielen bekannten YouTubern. Martimio heißt der. Level Cap, das sind alles Englische. Theo, das ist ein Schwede, der aber auf Englisch streamt, wobei ich auch Schwedisch verstehen würde. Einigermaßen. Ein bisschen. Wahnsinn, teilweise, was in Martimio, was der teilweise für ein Aim hat. Das ist so krass. Gesichtet. Ernsthaft, dass die fette Sau da nicht über den. Hier unten ist gerade irgendwas aufgegangen. Nope. Alter, ich wusste es, dass da einer sitzt. Ich wusste es. Da ist irgendwo einer. Jawohl! Woo! Yeah! Ah, der hat. Oh! Close Quarter. Aber alles nur schnelle Operator. Da ist kein Panzertyp dabei. Ich weiß auch schon, welche Operator ich mir als erstes beim Computer freischalten werde. Das ist unter anderem der Mute. Ne, der Mute nicht. Der Thatcher, der Smoke. Ich bin im Moment noch überlegen, ob ich mir einen Season Pass hole. Einfach, oh, das ist ja total unauffällig. Vor allem, weil da hinten eine Kamera ist. Wand befestigt! Die Position der Geisel ist bedroht. Bereit machen. Ich platziere eine AVS. Wand verstärkt! Neue Kameraübertragung. Neue Kameraübertragung läuft. Hm. Hat's geklappt. Der Gegner hat Sichtkontakt zu beiden. Ich würde mal sagen, dass ich die Kameras völlig dumpf angebracht habe. Die werden eh durch die Fenster kommen. Ich lade nach.
Alter! Ja, ich musste leider... Hätte ich jetzt nochmal geschossen, hätte ich meinen eigenen Mann getroffen. Warum klettert der Idiot da raus? Warum klettert der Idiot da raus? Ich hätte ihn getroffen. Ich hätte ihn gekillt. Wieso wollen die ihn entfernen? Ist er ein Deutscher? Verbleibender Gegner. Jimmy. Jimmy, outside at the window. I see him. At the white window. He's at the white window. Yeah, yeah. At the white window? Yeah, yeah. Perfect. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigene Truppen. Ja. Ja, der ist schon mal weg. Entschuldigung, falls ein bisschen laut im Hintergrund ist, aber hier wird nebenan gebaut, also im Nachbarhaus. Und das hört man vielleicht gerade ein bisschen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Kompensator, Echo, ja, perfekt. Komm, wir spielen mal ihn. Ach, verdammt, da habe ich gerade die falsche Waffe dabei. Übrigens ein kleiner Trick mit Blackbeard, wenn ihr das Visier drauf habt und das nicht immer auf- und abbauen müsst, weil der Visier ist der ja wesentlich langsamer. Switcht auf die Zweitwaffe, dann rennt der und dann switcht sofort wieder zurück. Es geht viel schneller als immer Visier drauf und abbauen. Mal so am Rande. Ihr müsst die Geisel finden. Ja, hier war ein Eingang. So, ist schon wieder einer weg. Schön die Punkte mitgenommen. 10 Sekunden bis Einsatz. Wieso hat denn schon wieder jemand es verlassen? 5 Sekunden. Also dafür, dass ich am Anfang so eine große Fresse hatte, weil ich meinte, Geisel entdeckt. Kriegen wir hier gerade heftigst auf die Fresse. Magazinwechsel! Alter, ist die Waffe laut. Wenn man das Schild so, dann kann man nicht mehr schnell auf, dann geht man auf Pistole und dann kann man wieder rennen. Setze Drohne ein. Hä? Achso. Schon. Alter, ich habe ihn noch erwischt. Hallo? Hallo? Weil du einfach nur dumm bist, Junge. Ich hatte mich mal wieder hinzustellen. Ich habe ihn noch mitgenommen, das war gut. Das war richtig gut. Wir nehmen wir denn nochmal? Wir nehmen nochmal sie. Hätte ich ein bisschen mehr Leben gehabt, hätte ich es wahrscheinlich auch überlebt. Ich wusste, dass einer von links kommt.
Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Alter, ich hasse diese Drohnen. Warum treffe ich die denn nicht? Ja toll, jetzt sind wir nur zu dritt. Ich bin begeistert. Neue Übertragung aktiviert. Ich mag mein Leben. Es bleiben 10 Sekunden. Kamera aktiviert. Nur noch 5 Sekunden. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt geleitet. Ah, das werden wir leider nicht mehr hinkriegen. Alter, das Bohren im Hintergrund geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack. Was? Nice. Ist so nice. Neue Übertragung. Was? Mann! Ach, das war der Stand auf der Treppe. Ah, ich hab noch einen verletzt. Ach, scheiße. Ach. Ja, sehr gut. Ich kann nicht gucken, ob er... Komm, bring ihn um, das ist noch schade. Schade, 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 schade. Ja, man... Das ist Arroganz. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge von Rainbow Six Siege hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis dann, ciao.